Willkommen zurück beim Let's Play von Fire. Wir werden jetzt hier das Weltraumlevel machen mit den Space Invaders. Schauen wir mal, was sonst noch auf uns zukommt. Nach dem mit der iPhone-Rakete von 2001. Wo habe ich den Raumanzug her? Und wieso hat der hier... Nein, ich frage jetzt mal gar nicht. Erde. Diesmal kann ich die Stelle nicht anklicken. Schauen wir mal. Ha! Ja, willkommen in den 80er Jahren. Ah. So schwer sind wir gar nicht. Okay, das heißt, wenn ich die Maus hier über den Saturn lege, oder was immer das sein soll, verschwindet das Schwarze Loch. Macht Sinn! Macht eindeutig Sinn! Ist, okay, und... Ich gehe aber mal davon aus, wenn ich ins schwarze Loch fliege, dass ich dann, ja, okay, und vorne wieder anfangen. So, war meine Intuition doch richtig. Der macht jetzt links, der macht jetzt rechts. Okay, links und rechts. Okay, wo ist die Schwierigkeit an diesem Bild? Gehen wir mal weiter. Es gab keine. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hier die Sachen eintragen. Das dürfte der hier sein, das dürfte der hier sein und das dürfte der hier sein von der Ecke. Hey, sieht gut aus. Ich habe jetzt natürlich nicht auf goldene Münzen geachtet, aber das müsste der hier sein, müsste der hier sein, der hier, der mit der Ecke, das ist der hier, das ist der hier und der hier. Und nein, ich habe es nicht schon probiert, aber irgendwie die Formen sind eindeutig. Und dann langsam wird's lästig. Gott. Also. Was? Gibt's eins, was du... Ah, okay, Moment, da muss links spitz sein. Müsste dann hier oben sein, ne? Okay. Dann dürfte das der hier sein. Ein relativ gerades, das ist hier. Nein. Das sieht richtig aus. So, das hier. Hat sie vielleicht irgendwo eine Münze versteckt? Nein, hat sie nicht. Das hier sieht richtig aus. Das sah richtig aus, war aber falsch. Okay, machen wir von vorne. Aber die Idee ist schön, die Idee ist richtig schön. So, mal kommen. So, so müsste der hier sein. Der hier? So. Ah, der Keil muss nach rechts, die Spitze muss nach rechts. Das heißt, das ist der hier. Dann ist das der hier? Jetzt kann die Spitze nach links. Ich meine, die sind ja spiegelverkehrt. Das ist ja komplett spiegelverkehrt aufgebaut. Muss schon aufpassen, welche Seite man nimmt. Space Invaders. Da sind sie.
Mit dem roten. Ah, mit dem roten Knopf, okay. Oh. Hey! Ich habe Space Invaders geliebt in den 80ern. Ich war zwar nie gut, aber ich habe öfters gespielt. Okay, ich dachte, ich war nicht gut und treffe hier schon zwei auf Anhieb. Und. Natürlich! Ach, daneben. Probieren wir es jetzt nochmal. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich den treffe. ...1976 Errungenschaft. Ach, kam Space Invaders 1976 raus. Okay. Wieder was gelernt. 1976. So jung ist das. Und jetzt? Steuerdüsen. Ich muss ja mit der Maus draufklicken, um quasi Steuerdüsen zu aktivieren. Hilfe! Die kommen auf Ideen. Die kommen echt auf Ideen. Was weiß ich, was auf der nächsten Seite ist. Das bewegt sich auch noch. Nein! Es hat mich doch gekriegt. Aber da ich jetzt nach unten wandert, kann ich jetzt nach oben fliegen. Hey, die kommen echt auf Ideen. Das macht Spaß, aber es ist schon... Huch, der kommt ja auf mich zu. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ja, ich bin schneller. Mitten rein. Es ist das Letzte. Mitten rein. Natürlich, wie soll es anders sein? Ich nehme natürlich immer noch das Letzte mit. Nein! Ah, drüber. Ich sehe wieder nichts. Guck ich mal nach hier. Vielleicht irgendwo eine Münze versteckt ist. Ich sehe aber keine. Dann gehen wir weiter. Wahrscheinlich brauche ich drei Münzen und... Die Affen waren schon hier! Ich meine, ich bin von den Affen jetzt hierher geflogen, ja? War das jetzt gerade eine Münze, ja? Das heißt, es gibt auch Münzen, die man nicht sieht. Gott, das heißt, ich suche nach Münzen, die man nicht sieht. Das kann ja lustig sein. WTF! Die Space Invader greifen die Erde an. Ich habe auf dem Mond ein Riesengeschütz. Und ich muss sie auch noch abschießen. Was ist denn das hier für ein... Hi. Da war die zweite Münze. Aber die Erdspäte wieder kann ich nicht abschießen. Aber ich habe die zweite Münze. Und... Unk Baga 7. Mir fehlt die erste Münze. Das heißt, irgendwas vor dem... Nee. Würde mir nicht mal wundern, wenn es irgendwo hinter dem Portal wäre. Haben sie uns jetzt wieder wenigstens in den Neandertal geschossen? Na gut, schauen wir mal nach, was wir inzwischen haben. Wir haben zwei weitere freigeschaltet.
Sehr schön. Das sieht auch nach Artzeichnungen aus. Ja. Alles sehr schön. Vor allem hier sehr liebevoll. Könnten gleich quasi Kleinkinder gemalt haben. Ja, wir haben Kindergarten. Aber zeigt das, was das im Endeffekt gibt. Ja, der war auch sehr schön hier oben. Mit der Hand drin. So. Fire Main Menü. Ah, das waren die ursprünglichen Ideen. Okay. Warum macht mir das gerade Angst? Der Finger am Knochen. Das einzelne Auge. Es. Ja, sieht doch. Okay. Die Erfolge hat man sich angeschaut schon. Dann auf zum nächsten Level. Das verspricht schon so Day of the Tentacle mäßig zu werden.